Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, ich wollte mal ganz kurz nochmal was über dieses Radio hier sagen. Das haben wir jetzt seit 4 Monaten in Gebrauch. Das ist ein Android 10 Radio mit 10,1 Zoll Display, 4 GB RAM und 64 GB Arbeitsspeicher. Von der Firma Pumpkin. Ich habe das ja eingebaut im Januar. Ich verlinke das mal hier oben, wer das noch nicht gesehen haben sollte. Und ja, was kann das Radio gut? Was kann es weniger gut? Und würde ich es nochmal kaufen? Das und eine kleine Kuriosität mit der Software Copilot, Navigationssoftware. Ja, darüber reden wir gleich nach dem Intro. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking. Ja, was kann das Radio gut? Es ist flink unterwegs. Wenn ich jetzt, also startet sehr schnell, wenn es einmal gebootet wurde, ganz am Anfang. Das Radio ist auch schnell, wenn ich jetzt hier, also reaktionsstark, wenn ich jetzt hier die Map aufmache zum Beispiel, größer, kleiner mache. Das geht alles sehr gut. Der findet auch schnell die Werte, wenn ich da Adressen eingebe und dergleichen. Das macht's gut. Das lässt sich auch sehr gut mit einem Smartphone verbinden über Kabel. Also mein Apple-Gerät über Kabel. Android, glaube ich, geht ein bisschen anders. Habe ich aber nicht, kann ich nichts zu sagen. Ja, ist auch so von der Bedienung her flüssig, also kannst du nicht meckern, wie ich meine. Das ist alles sehr gut eigentlich, da will ich auch gar nichts großartig zu sagen. Was es nicht so gut kann, ich habe hier diese DAB-T-App drauf gehabt und ich schwenke mal eben drüber. Zu der Antenne. Die Antenne ist da unten. Ist so eine Scheibenantenne. Und die hatte ich vorher hier oben gehabt. Und ich hatte einen ganz bescheidenen DAB-T-Empfang. Als ich das Radio eingebaut habe, stand ich genau hier an dieser Stelle vor der Garage mit dem Metalltor. Und da war das alles wunderbar. Funktionierte, der hat die Sender gefunden, der hat sie abgespielt, ganz toll. Sobald ich unterwegs war, ging da nichts mehr. Kein Service gefunden, nichts, null. Ein freundlicher Mensch, der Ernst, hat mir dann irgendwann mal gesagt, da gibt es dieses DAB-Z und ich sollte das mal drauf machen. Mein erster Gedanke war, die Antenne da oben bekommt einen beschissenen Empfang. Ich habe sie dann nochmal demontiert und weiter nach unten gebaut, da wo sie jetzt auch ist. Wurde aber nicht besser. Dann habe ich das DAB-Z mir runtergeladen. Und da muss ich sagen, ist extremst besser geworden. Also wirklich unterwegs. Ich war jetzt noch wieder unterwegs gewesen, geschäftlich mit dem Wagen. Das hat deutlich besser funktioniert als die App, die hier standardmäßig drauf ist. Bin aber immer noch nicht so wirklich richtig zufrieden, weil immer noch relativ viele Aussetzer sind. Jetzt bin ich mir unsicher, ob DAB in Deutschland grundsätzlich mies ist. Vielleicht Schwarmwissen, wisst ihr Bescheid. Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch Probleme habt mit Funkabbrüchen. Also hat mich schon ein bisschen genervt, habe dann aber, weil ich ja mein Handy connected habe, dann über Internetradio gehört. Das funktioniert auch sehr gut. Ja, das sind so Dinge, die haben mich jetzt ein bisschen gestört. Was wiederum sehr gut war, ist die Lenkradfernbedienung anlernen. Das macht das Radio auch ganz hervorragend. Also ich muss jetzt hier nicht auf die kleinen Tasten drücken, ich kann das alles über das Lenkrad steuern. Also das ist auch eine gute Eigenschaft, kannst du nicht meckern. Die Auflösung ist top, ist 10,1 Zoll groß, also wunderbar, kannst alles wunderbar ablesen. Das funktioniert sehr gut.
Jetzt habe ich aber eine Kuriosität gehabt. Und zwar sind ja viele begeistert von der Navigations-App Copilot. Mike, nicht blöd, komm, zieh runter. Wenn ich sie runterlade, die App aus dem Play Store, heißt das, glaube ich, bei Android, dann kann ich 10 Tage testen, bevor ich es kaufe. Kostet 29,99. Jetzt war das kurz vorm Urlaub. Ich habe sie mir runtergeladen. Die Navigationssoftware lief auch. Also die Begrüßung kam und alles wunderbar. Also ne, herzlich willkommen bei Copilot oder was die da tut, die da sagt. Ich konnte navigieren, ich konnte Adressen eingeben. Hat er gesucht, gefunden, wunderbar, wollte mich auch dahin navigieren. So, dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert alles. Bevor du jetzt im Urlaub die Unterbrechung hast, dann musst du da wieder auf den Bezahl-Button gehen. Bezahlst du schon mal, funktioniert ja alles. Und dann sind wir ja im Januar losgefahren. Und ja, beim Losfahren musste ich dann merken, dass die Navigation keine Stimme hat. Beziehungsweise eine extremst leise Stimme. Also man hat gedacht, die spricht nicht. Und dann bin ich ein bisschen in die Einstellung gegangen. Dann kam die Stimme, konnte ich dann einstellen, dass sie ein bisschen lauter wurde. Aber auch jetzt nicht so laut, wie ich es gerne hätte. Und jetzt kommt ja eigentlich so ein bisschen die Kuriosität, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die hat so ganz komische Sätze gebaut. So wie an der Kreuzung so. Nächsten 50 rechts. Also anstatt sie sagt, die oder in 50 Metern rechts abbiegen, sagt die einfach nur in 50 rechts. Ich denke, hä? Such dir mal eine andere Stimme, die hat das nicht drauf hier irgendwie. So, eine andere Stimme war genauso dämlich, also funktionierte nicht. Und ich weiß nicht, wie lange wir gefahren sind, vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden, ging das Radio aus. Komplett hat sich runtergefahren. Ich denke, was denn jetzt? Radio kaputt? So, dann kam es wieder hoch, also hat wieder gebootet. Dann habe ich es ein bisschen aus dem Schacht mal rausgezogen. Und, also Christine ist dann gefahren und ich habe mich ein bisschen um das Radio gekümmert unterwegs. Also völlig Banane alles. Aus dem Schacht rausgezogen und das war knüppelheiß. So, ich denke, ey, was denn jetzt? Das geht ja gar nicht. So, und dann war ja auch klar, dass es sich ausschaltet. Also wenn der Chip überhitzt, dann Selbstschutz, geht er aus. Das hat das Radio auch wieder gut gemacht. Aber die Frage stellt sich, warum? So, und dann habe ich da ein paar Tage ein bisschen rumexperimentiert, nochmal geguckt. Dann habe ich nochmal die Copilot-App gelöscht, nochmal gedownloadet im Urlaub. Ich glaube, nochmal 6 irgendwas Gigabyte nochmal investiert in meinem Datenvolumen. War genau der gleiche Rotz. So, dann habe ich bei Copilot angerufen, beziehungsweise habe da eine E-Mail hingeschickt. Die haben dann so ein Reklamationsticket aufgemacht. Wunderbar, super schnell. Ich glaube, am gleichen Tag sogar noch habe ich eine Information bekommen, dass das Ticket da und ich glaube, einen Tag später war dann auch schon die erste E-Mail von denen da. Würde ihnen leid tun. Ich sollte mal diverse Dinge ausprobieren, die ich aber schon ausprobiert hatte. Also über diesen Hotline-Link, da gab es dann so ein paar Punkte, die man abarbeiten kann. Habe ich dann auch getan, ging aber nicht besser. So, dann hatte ich glaube, insgesamt 4 E-Mails. Und die haben mir dann gesagt, ich sollte es nochmal neu aufspielen. Daraufhin habe ich dann geantwortet, habe ich schon. Und dann kam wieder eine E-Mail, die mir dann gesagt hat, ich sollte mal eine andere Stimme aufladen, weil meine Stimme wäre ja zu leise, beziehungsweise sie spricht so komisch. So, dann habe ich das auch getan, dann bin ich erst auf die englische Stimme, dann wieder zurück auf die deutsche, also so wie die Anweisung letzten Endes war. Und hat alles nichts gebracht. Ich weiß, dass viele von euch Copilot haben und damit sehr zufrieden sind. Und deswegen hatte ich mich auch gewundert, warum das bei mir jetzt nicht funktioniert. Und ich habe dann letzten Endes das auch nochmal gesagt, dass viele meiner Bekannten das haben und die damit zufrieden sind. Ja,
Nichtsdestotrotz ging es bei mir ja nicht. Und dann hat sie mir, also ich habe dann nochmal ein paar E-Mails hin und her geschickt, ging immer um das gleiche Thema. Und irgendwann kam eine E-Mail dann zurück, was ich denn für ein Device benutzen würde. So, und da habe ich ihr gesagt, ich habe das Android-Radio von Pumpkin. So, oder ein Android-Radio der Marke Pumpkin. Und ja, da hat sie mir zurückgeschrieben. Moment, ich suche das mal eben raus. So, da hat sie mir immer mal geschrieben. Hallo Mike, danke für Ihre Antwort und die Angaben zum Gerät. Es liegt am Autoradio Pumpkin. Okay. Ein gerätespezifisches Problem. Leider können wir keinen Support zur Nutzung unserer Co-Pilot-App auf Android Autoradios, verbaute Systeme, Android Auto oder CarPlay etc. anbieten, da die Co-Pilot-App, hinhören, speziell nur direkten Nutzung auf dem Smartphone konzipiert wurde. Aha! Das ist gar nicht fürs Autoradio, das ist nur für Smartphones. Okay. Die Nutzung unserer App auf eingebauten Systemen wurde auch in der Vergangenheit nicht unterstützt. Jedoch haben einige unserer Kunden auf eigenes Risiko, also ihr alle dann, ich auch, unsere App auf dieses Gerät installiert und genutzt. Unser Produktmanagement ist sich diesem bewusst und Ihre Anfrage wird als Vorschlag zur Prüfung an unseren Entwickler weitergeleitet. Pipapo. Also wir haben derzeit keine weiteren Neuigkeiten für Sie, hoffe jedoch, dass es in Zukunft ein Update geben wird. Ja, tut es immer noch nicht. Daraufhin habe ich dann gesagt, okay, wäre schön, wenn man das in dem Play Store auch mal lesen würde, dass das eigentlich nicht für Autoradios gedacht ist. Und da hat sie mir dann auch wiederum drauf geantwortet. Moment. Danke für Ihre Antwort, Feedback. Es gibt keinen Hinweis zur Kompatibilität im Play Store, denn prinzipiell kann die App auf diesem Gerät installiert werden. Jedoch werden derzeit nur Android-Smartphones oder Tablets unterstützt. Sie finden einen Hinweis zur Nutzung der App mit Android in der Lizenzvereinbarung und oder auf unserem Kundensupport-Website. Jetzt könnt ihr für euch mal entscheiden, ob das nutzerfreundlich ist. Ich, Vollhorst, habe natürlich die 10 Tage, ich habe direkt bezahlt, weil ich so dämlich war. Jetzt kommt der Hinweis von mir an euch da draußen, wenn ihr sowas macht, nutzt erstmal diesen Freibonusraum da, diese Zeit. Weil sonst könnte es sein, dass ihr 29,99 in eine Tonne haut. Ich habe es jetzt wieder runtergelöscht. Also im Urlaub habe ich die Copilot-App wieder runtergelöscht, habe dann mit Google Maps navigiert und siehe da, funktioniert wunderbar. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich will da jetzt auch keinen dissen oder sowas. Ich fand es einfach nur komisch und ich fühle mich jetzt so ein bisschen verpflichtet, euch das auch mal mitzuteilen, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Die E-Mails sind da. Also das ist jetzt kein Scherz, was ich hier mache, sondern bitterer Ernst. Wie gesagt, ihr müsst jetzt mal entscheiden, ob das nutzerfreundlich ist, ob man das so machen kann, soll, muss. Keine Ahnung. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen. Muss aber sagen und lobend erwähnen gerne, die Hotline war sehr bemüht, war sehr schnell. Also wenn ihr ein Problem habt, nutzt das. Das funktioniert sehr gut. An dieser Stelle tipptopp. Leider nicht das gewünschte Ergebnis bei mir. Ja. Das war so jetzt meine Kuriosität, die ich nochmal im Urlaub erleben durfte.
Das Radio selber, abschließend. Ich hatte, glaube ich, auch mal eine Frage bekommen, ob der Speicher vom Radio hält und so. Ja, der speichert alles und der behält es auch. Also von der technischen Seite her kannst du da nicht meckern, das funktioniert soweit alles. Das waren erstmal so die Vor- und Nachteile, wie ich sie empfunden habe von dem Radio. Das mit der DAB-Antenne, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das am Radio liegt oder ob das nur in Deutschland so ist, dass da schlechter Empfang da ist oder schlecht ausgebaut ist. Ich habe keine Ahnung. Da hoffe ich ja auf euren Support nochmal, dass ihr mir da vielleicht ein bisschen was in die Kommentare schreibt, wie eure Erfahrungen sind. Grundsätzlich würde mich auch interessieren, wenn ihr auch so ein Radio habt, habt ihr die gleichen Problemchen, speziell jetzt auch mit Co-Pilot und der Antenne. Schlimm ist einfach nur, ich bin mir jetzt nicht sicher, liegt das jetzt tatsächlich am Radio, dass Co-Pilot nicht funktioniert, oder liegt es an Co-Pilot? Die schreiben es zwar, was ich gerade vorgelesen habe, aber viele von euch nutzen es ja. So, da bin ich mir jetzt auch nicht wirklich so ganz sicher, ob das jetzt das Problem vom Radio ist. Ansonsten ist das Radio sehr gut. So, Vorteil, connected sehr gut, ist schnell unterwegs, Zoom und Wischfunktion, das funktioniert alles sehr gut. Ist super abzulesen, also da möchte ich nie meckern. Mache ich auch nicht. Würde ich das Radio nochmal kaufen? Ja, ich glaube schon, warum nicht? Die Problemchen, die ich hier angesprochen habe, vielleicht gibt es in der nächsten Generation das nicht mehr. Aber man kann sich auch anders behelfen. So, das soll es dann auch mal gewesen sein mit meinem knapp 4-Monats-Fazit. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was daraus mitnehmen und wisst jetzt auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass unter Umständen das ein oder andere Softwarepaket nicht funktioniert. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss.